Hi Freunde, hier ist der Frederik von Freehools World. Ja, und heute treiben wir es mal ein bisschen auf die Spitze. Jetzt gibt es eine Feierabendmaß, aber die Maß ist nur halb voll. Das hat aber alles auch einen besonderen Grund. Und zwar hat der liebe Dirk von Knife is Knife mir diese Flasche Bier geschickt aus dem Allgäu. Fani Kristallweizen. So, und ich habe gesagt, wenn ich irgendwie, ich hebe mir die Pulle auf für ein ganz besonderes Video. Und die Kamera ist schief. Da geht's schon los. Nein, und hat da gesagt, ja, mach das hier schön in Weizenglas und genieß das richtig schön und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich nicht so der Weizen-Fan bin. Dementsprechend habe ich auch kein Weizenglas. Aber eine helle geht eigentlich immer, von daher habe ich eine Maß. Also, ich hoffe, das geht jetzt auch und verfälscht nicht zu sehr einen Geschmack oder so. Ich werde das einfach mal ausprobieren. In diesem Sinne, Prost, Freunde, Prost, Dirk. Und vielen Dank nochmal. Ich werde mal versuchen, was da geht. Das kann man aber trinken. Also doch, ich kenne schlimmere Weizen, Biere irgendwie, aber das ist doch ziemlich gut. Also, es soll jetzt natürlich hier nicht um Weizen gehen. Trotzdem vielen Dank nochmal, Dirk. Es soll, wer hätte das gedacht? Was ist denn das hier von Scheiß? Meine Frau hat hier die Douglas-Tüten rumstehen. Die versauen einem noch das Video. Na super. Nein, Freunde, es soll natürlich um Taschenmesser gehen. Und zwar um Wenger-Taschenmesser. Ich glaube, wenn die Anzeige bei YouTube stimmt, ist das jetzt mein 101. Video. Also, es fängt nochmal bei 1 an und von daher war mir das jetzt irgendwie besonders genug, um auch mal besondere Messer zu zeigen. So, das ist das erste Stück. Oh, mir rutscht voll die Brille. Ich bin geschwitzt wie Sau. Ach, man sieht es auch ein bisschen. Oh. Ja, es soll um Wenger-Taschenmesser gehen und zwar zu Beginn um dieses Modell. Das heißt Hardwoods 10. Hardwoods steht da auch nochmal sehr schön drauf. Ist mir gerade erst aufgefallen. Schaut mal, vielleicht könnt ihr das hier sehen. Hardwood. Hardwoods. Ach, dieser Autofokus bringt mich irgendwann noch ins Grab. Hardwoods? Hardwoods. Real Tree. Ja, so sieht das gute Stück von außen aus. Ich habe ja, glaube ich, im letzten Video schon gesagt, dass ich das sehr schön finde, dass Wenger wohl damals tatsächlich sehr, sehr viel innovativer war und sehr viel mutiger, was so gerade das Design von Taschenmessern angeht. Und ich finde es wirklich toll. Also ich habe da echt Gefallen dran gefunden. Ja, von daher gibt es halt jetzt mal so ein kleines Wenger-Special. So, an der harten Wutz haben wir einen Korkenzieher. Wir haben die Stech- und Bohrahle. Das finde ich übrigens auch super schön, dass das hier so ein bisschen. Da ist noch so eine kleine Einkerbung an der Schale, dass man das Ding da besser rauskriegt. Finde ich echt toll. Ja, dann haben wir hier einen Inox-Ring. Und dann haben wir hier den Dosenöffner. Wie immer total lang und spitz nach vorne raus und sehr viel bauchiger als das Pendant von Victorinox ist. Dann haben wir als nächstes den Flaschenöffner.
Wie ihr seht, er hat sein Werk getan. Ja, ich meine, das sieht schon cool aus da mit diesem Edelweiß drauf, oder? Funny. Kann man trinken. So, dann haben wir als nächstes die Klinge. Auch wieder sehr viel bauchiger als bei Victorinox. Was ich aber wirklich nicht so schlecht finde. Vielleicht mit viel Glück könnt ihr hier auch noch sehen, was hier steht. So. Ja, könnte doch klappen, oder? Da steht drauf: Wenger, Delamont, Switzerland, Stainless. Wie wahrscheinlich immer, ich habe keine Ahnung. Und zu guter Letzt haben wir hier wieder die Nagelfeile am Start. Ja, das war das Wenger Hardwoods 10. Und wie ich ja manchmal so bin, habe ich mir direkt noch das Hardwoods 13 gekauft. Ich muss mal gucken, was hier überhaupt von Beipackzettel liegt. Habe ich mir auch noch nicht hier angesehen. Ach, das ist wieder ganz schön. Ich habe es euch auch erzählt. Victorinox-Messer wurden immer Original-Schweizer Messer genannt und Wenger-Messer wurden immer das echte Schweizer Offiziersmesser genannt. Also der Unterschied zwischen Wenger und Victorinox bestand in den beiden Wörtchen Original oder Echt. Was haben wir denn hier alles? Ach du lieber Gott, was? Ach, die haben hier so, hier sind alle Tools zu sehen, die es in dem Messer gibt. Und die hat man hier einfach mal erklärt, dann kann man ja gucken, was an seinem Messer dran ist und kann sich dann das passende raussuchen. Hier ist noch so eine kleine Anleitung dabei, wie man was ölt und wie der Dosenöffner funktioniert. Das kennen wir ja von Victorinox. Ja, und hier steht dieselbe Chose. Ui, Garantie. Das ist natürlich auch der kleine Unterschied, Freunde. Hier ist es. Wenger, Garantie, gültig für 5 Jahre. Victorinox, Garantie, lebenslang. Von daher kann man wirklich froh sein, dass Victorinox den Laden gekauft hat, weil so kann ich auch noch alte Wenger-Messer zur Not zu Victorinox zum Service schicken. Andersrum wäre es schlimmer gewesen. Stellt euch das mal vor. Wenger hätte Victorinox gekauft und die ganze lebenslange Garantie von Victorinox wäre im Bach runtergegangen, Freunde. Das sieht hier so wenig aus in der Maß. Aber wenn man die jetzt auf Ex wegkippt, dann gute Nacht, Marie, dann gehe ich ins Bett. So, jetzt haben wir hier nochmal das Hardwoods 10. Ich glaube, die sehen eigentlich, sind die genau gleich aus oder ist ja jedes anders? Oh, jedes ist anders? Das ist ja cool. Oder? Tatsache. Hier steht auch wieder Realtree. Hardwoods Realtree. 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 Und hier haben wir nochmal so eine kleine Wenger-Prägung. Kann man das sehen? Bestimmt wieder nicht. Oh, verflucht. Ja. Da sieht man es doch ganz schön. So, ich halte euch die nochmal ganz kurz nebeneinander. Dann seht ihr die Unterschiedlichkeiten. Ja. Und die Rückseiten sehen so aus. Also wirklich richtig cool. Wenn du eins von den Dingern im Wald verlierst, dann hast du wirklich verloren. Dann kannst du suchen gehen. Ja, oh, ich hab's glaube ich ganz vergessen. Zu den Dingern gehört natürlich noch die Pinzette und der Zahnstocher.
Dann erklären sich hier auch eher die Gesamtzahl der Werkzeuge. Hier bei dem Realtree, ach, bei dem Hardwoods 13, verdammte Hacke, wie geht denn die Säge hier raus? Ach, hier vorne. So. Ja, hier bei dem Modell ist einfach mal die Säge mehr. Und das habe ich, oder war ich mir im letzten Video nicht ganz sicher von dem ersten Wenger-Messer, aber hier vorne seht ihr diesen langen Schniepel. Der ist bei Victorinox anders. Natürlich habe ich jetzt wieder gerade kein Messer zur Hand, aber egal. Also, das ist auch noch so eine Eigenart des Wengers. Ja, jetzt haben wir hier die Säge mehr. Und das war's. Also, warum das eine jetzt 10 und das andere 13 heißt und ansonsten die identischen Werkzeuge hat, das werden mir meine Abonnenten sicher sehr, sehr gerne in den Kommentaren da unten beantworten. Dankeschön. Ja, Freunde. Was machen wir zuerst? Machen wir zuerst das hier. Ich habe da so einen kleinen Wengerkasten. Das lag jetzt irgendwie 2 Wochen im Kühlschrank. Ich krieg hier Läuse im Bauch, ganz ehrlich. Was ist das? Oh. Freunde, ich dachte schon, ich hätte einen Blackout. Was für ein Knaller, oder? Ich habe tatsächlich einen Blackout. Und zwar das Modell 63, keine Ahnung. Oh, was ist denn hier los? Hier sind Unterschriften drauf. Vom technischen Chef und vom, weiß der Geier was für ein Chef. Wie heißt denn das Viech? Steht das hier nicht? Nö. Ja, ich glaube, das heißt 63XXX oder so. Oder keine Ahnung. Ja, Leute, da müsst ihr ran. Hier steht nichts. Ach, ich zeige euch das am besten erstmal, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Oder war das hier 52? Ich glaube, oder 10? Ich habe keine Ahnung. Ich habe vorhin noch geguckt. Jetzt habe ich das natürlich schon wieder vergessen. Das kommt hier durch das Jute Bier aus dem Allgäu. Also, hier haben wir einmal so eine, habe ich euch ja letztens schon gezeigt von Victorinox, diese schwarze Militär-Edition. Was hatte ich da? Ein Trailmaster, glaube ich. Hier könnt ihr euch mal die Klinge angucken. Ja, jetzt könnt ihr natürlich hier, was da drauf steht, gar nicht mehr erkennen, aber steht dasselbe drauf. Ah, hier so vielleicht. Steht dasselbe drauf wie auf einem anderen Ohr. Ja, ist auch scheiße, ja. Ja, die Klinge sieht schon sehr cool aus. Sieht hier nur den Klingenschliff, der ist ein bisschen silbrig. Ansonsten ist es komplett schwarz. Dann habe ich jetzt hier natürlich was super Geiles. Also das Ding ist mal richtig cool. Das sieht irgendwie aus wie so ein Fledermausflügel oder irgendwie sowas. Also hier unten dieser Haken ist schon richtig krass. Hier ganz unten seht ihr so eine kleine Abisolierklinge. Dann seht ihr hier diesen biestigen Haken. Und hier das angewinkelte, das ist bestimmt. Also hier oben drauf würde ich mal sagen, ist ein Schraubenzieher. Würde ich mal vermuten. So ein ganz normaler Schlitzschraubenzieher. Und das ist bestimmt so ein Ding, mit dem, das ist auch Dosen- und Flaschenöffner gleichzeitig. Würde ich jetzt vermuten, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Die Wenger-Kenner unter euch mögen mich da bitte korrigieren. Ich finde, das Ding sieht total cool aus. Ich habe es aber selber noch nie gesehen. Ja, sagt mir, was man damit macht. Also ein Kabel kann ich abisolieren, eine Schraube kann ich drehen, eine Pulle kann ich öffnen und vielleicht auch eine Dose. Wer weiß. Üsch. So, da haben wir hier auch noch einen Inox-Ring in schwarz. Finde ich sehr geil.
Und hier haben wir noch einen Korkenzieher in komplett schwarz. Also macht schon was her, das Ding. Das sieht mal richtig edel aus. Total cool. Die Griffschalen, ihr seht, die sind hier mittendrin auch schwarz. Und hier, diese, sind die so ein bisschen gummiartig. Zum Beispiel kennt ihr das vom Victorinox oder Wenger Evo Grip. Das heißt, die flutschen euch nicht irgendwie aus den Pfoten. Das finde ich auch sehr gut. Ich bin ja gerade das Evo Grip S16 am Testen. Und von daher ist es wirklich schön. Hier habt ihr auch wieder Wenger draufstehen. Und schon habt ihr alle einen Blackout. Ja. Mehr gibt es ja eigentlich gar nicht. Das war's. Also ich glaube, das heißt Wenger 63 irgendwas. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, so war das. Bin mir aber nicht mehr sicher. Es steht ja auch hier nirgendwo was drauf. Man hat es echt nicht leicht. Da macht man hier hochwertige, super Bildungsfernsehen-Videos und dann das. So. Das ist der nächste Kasten. Oh, habe ich hier auch so einen Aufkleber? Ne, ist ja wohl ein Ding. Schaut mal, auf dem Kasten ist hier oben noch so ein kleiner Aufkleber drauf. Das steht irgendwie für die Echtheit des Messers. Auf dem Kasten ist leider der Aufkleber nicht drauf, also ist das hier ein billiger China-Fake bestimmt. Ins Klo gegriffen, was soll man machen? Prost, Freunde, ich besauf mal jetzt. Ich halte das nicht aus in der Platte. Ach, das ist schön an so einem Maßkrug. Du kannst echt trinken und trinken und trinken und das Ding wird nicht leer. Brrr. So. So sieht übrigens so ein Kasten von innen aus. Hier ist noch so eine kleine Schnur. Da ist das Messer hier mit eingeklipst. Ja, das ist jetzt ein 130 mm Modell, wie ihr das heute auch kennt von den ganzen Ranger Grips. Es hat hier auch diese gummierten Schalen. Die Grundschale an sich ist natürlich schwarz wie die Nacht. Ansonsten muss ich schon sagen, hier das Spaltmaß ist schon so ein bisschen scheiße. Jetzt guckt euch mal hier die Rückseite an. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Jetzt habe ich selber verloren. Ah, hier. Na, wo müssen wir hin? Hier diese Seite. Genau. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen drauf rumdrücke, seht ihr, wie das Spaltmaß sich ändert. Ja. Also von daher muss ich doch sagen, bietet da Victorinox eine bessere Qualität. Ja, fangen wir mal wieder klein an. Hier haben wir den Korkenzieher. Das war's. Warum ist denn hier so ein... Geht hier auch noch was raus? Freunde, warum ist denn hier so eine Einkerbung? Ich kann da ja nicht rausholen. Was hat denn das für einen Sinn? Oh, jetzt hoffe ich ja wirklich mal, dass ihr alle schön aufgepasst habt. Kann ich hier auch noch was rausnehmen? Nee. Da ist ja nichts mehr zum Rausnehmen. Oder wenn ich den Korkenzieher hier raus habe? Keine Ahnung. Da rührt sich nichts. Egal. Bitte sagt mir auch noch, für was diese kleine Einkerbung hier gedacht ist. Ja, dann haben wir einen Korkenzieher und haben hier die Klinge, die übrigens ganz schön mit Fingerabdrücken übersät ist, muss ich gerade feststellen. Aber das ist alles halb so wild. So sieht das aus. Das Ding ist schon cool. Hier habt ihr oben wieder die Riffelung, damit ihr hier richtig schön Druck ausüben könnt.
Ich muss mal gucken. Die Klinge hat auch so ein ganz klein bisschen Spiel. Das gibt es ja bei manchen Victorinox-Messern auch. In der 130er-Variante. Aber ist nicht tragisch, sind echt nur ein paar Millimeter. Da oben steht nochmal Wenger. Das seht ihr jetzt nicht. Doch, da seht ihr es. Jetzt könnt ihr das sehen. Und auf der Rückseite steht Switzerland Stainless Steel und zu sehen ist die Armbrust. Schaut mal. So, so, so. So könnt ihr das vielleicht sehen. Oder auch nicht. Ja, zum Entriegeln ist natürlich hier, ihr kennt das alle, drückt man hier wieder aufs Logo und klappt das gute Stück wieder zusammen. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht das Pendant von Victorinox dazu. Aber vielleicht heißt das zufällig Ranger Grip 52, weil ich glaube, das Modell heißt 52 XXX irgendwas ST. Wobei ich auch nicht weiß, für was ST steht. Aber egal. Ihr wisst das bestimmt. Ich wollte euch aber noch was Cooles zeigen bei dem anderen Messerchen. Das ich sehr, sehr schön fand. Und zwar, jetzt muss ich das erstmal wieder suchen. Wo ist es? Na komm raus, du Sau. Genau. Hier haben wir nämlich einmal noch den Zahnstocher in Schwarz. Das finde ich sehr, 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 sehr cool. Und hier haben wir einmal noch die Pinzette in Schwarz. Also, liebe Leute von Victorinox, nehmt euch ein Beispiel. Wirklich nicht schlecht. Ja, Freunde, das soll's von mir schon wieder gewesen sein. Das war mein kleines Wenger-Special. Und ich habe noch was von Wenger bestellt, was ganz Außergewöhnliches, wo ich mir absolut wieder sicher bin, dass die wenigsten von euch das schon mal gesehen haben. Ich hoffe, es sollte morgen kommen eigentlich. Ich bin's gespannt. Ihr könnt gespannt sein darauf, weil ich gehe mal davon aus, das Ding ist richtig cool und ich sage, 95% von euch haben das Ding noch nie gesehen. In diesem Sinne, Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich hab den auch. Prost. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.